laut, du kleiner Teufel, oder ich schneide dir die Kehle durch. Sag mir, wie du heißt, schnell. Noch einmal, sprich laut. Psst. Wünschen Sie, Miss Havisham zu sprechen? Ich will dich ansehen. Komm näher. Was hältst du von ihr? Ich finde sie wunderschön. Du kannst sein Herz brechen. Es ist der Wunsch seines Wohltäters, dass er in London zu einem Gentleman erzogen wird. Gefällt es euch? Es gibt natürlich Bedingungen. Erstens, dass der Name des Wohltäters ein tiefes Geheimnis bleibt. Zweitens, sie behalten immer ihren Namen. Pip. Er ist in den Besitz eines ansehnlichen Vermögens gelangt und außerdem hat er große Erwartungen. Sie müssen wissen, dass ich kein Herz habe. Das glaube ich nicht. Man hat mich so erzogen. Wenn sie dich verletzt und im Stich lässt, liebe sie. Wenn sie dein Herz in Stücke reißt, liebe sie, liebe sie, liebe sie. Wie können Sie diesem Mann Ihre Zuneigung schenken? Ihr Lächeln und Blicke, die Sie mir nie gewähren. Erwarten Sie etwa, dass ich Sie täusche? Aber täuschen Sie ihn denn? Oh ja, alle Männer, bis auf Sie. Sie haben Ihr Leben riskiert, um mich zu sehen? Findet man ihn, wird er gehemmt. Ich wurde lebenslang verbannt. Weil ich zurückkam, erwartet mich der Tod. Ich habe sie geliebt, seit ich sie in diesem Hause sah. Aber es berührt mich nicht. Hier. Das ist unnatürlich! Es ist natürlich. Für mich schon. Und dennoch liebe ich sie. Sie haben geglaubt, was Sie glauben wollten. War das gütig? Warum sollte ich gütig sein? Estella, kommen Sie mit mir. Durch Eis ersetzt. Sie sind in jedem meiner Gedanken. Sie sind ein Teil meines Lebens. Sie sind ein Teil von mir. Ich war 18, als ich geheiratet habe. Aber es geschah nicht aus Liebe. Ihr Ehemann ist ein Heiliger und wir alle müssen ihn zum Wohle Russlands ehren. Romantische Liebe bleibt die letzte Illusion der alten Ordnung. Kennst du Graf Wronski schon länger? Er ist ein reicher, gut aussehender Offizier.